Moin Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Leute. Let's Play Farm Manager 2018 in unserer mittlerweile doch recht ausgewachsenen Farm, kann man sagen. Wir haben doch schon einiges jetzt hier an Fläche besiedelt. Eine Menge Gebäude haben wir hier, vor allem unten unsere Gebäudekomplexe und hier oben die ganzen Felder. Worauf warten wir heute? Erstmal werden wir jetzt nochmal ein paar Tomaten ernten. Wir müssen weiter, da jetzt Sommer ist, so ein bisschen den Feuchtigkeitsgehalt unserer Felder im Auge behalten. Wir haben gleich, versuche jetzt nochmal vorher schnell mal Wasser auf die Felder zu kriegen. Passt vielleicht gerade noch so. Auf jeden Fall haben wir dann gleich wieder eine grandiose Himbeerernte vor uns. Weil Himbeer bringt einfach mega krass viel Geld. Das ist ein bisschen unausgeglichen. Aber na gut, wir haben zwei schöne Himbeerfelder, die bringen uns auf jeden Fall voran. Und auch das hier wird später, ne? Kirsche und Apfel und Birne, da wird auch eine Menge Geld bei rumkommen. Unsere Fahrzeuge sind fertig gewartet, das heißt, sie sind wieder ein bisschen besser. Die Drescher warten schon auf ihren Einsatz, wobei das dauert noch, weil der erste Drescher wird dann hier nachher benötigt werden. Beim Roggen. In 15 Tagen ist hier schon Ernte angesagt. Die Lupine können gehäckselt werden. Sorghumsamen noch 27 Tage. Und der gute Roggen, den wir ja brauchen, um den Level fortzuschreiten. Da brauchen wir noch 34 Tage. Aber Leute, warum nicht auch mal ein bisschen einkaufen? Wir verkaufen ständig irgendwas, alle Art. Warum nicht auch mal ein bisschen was kaufen? Na, hier ist ein bisschen mehr Mehl im Lager. Also kaufen. Suche nach Roggen. Nicht nur Kerne, sondern Roggen so. Für, keine Ahnung, kaufen wir mal 200. Das ist ja fast nichts. Da wird uns geliefert und dürfen Roggenmehl herstellen, so dass wir im Level vorankommen. Es geht los. Zack, zack. Und zack, zack. Und schon sind alle Mitarbeiter in der Arbeit. Fehlen es jetzt hier ein paar, um noch Paprika zu ernten. So jemand hier, ne? Oder so Traute. Das sind zwar ganz gute, die werden wir noch ein bisschen weiter pushen hier. Da. Traut hat noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Und zwar hier vor allen Dingen in der Ausdauer und in den Obstgärten. So, dann können wir davon anfangen zu ernten. Oh. So, wir haben noch einen Traktorfahrer. Das Sonnenblumen hier sind fast vertrocknet. Fast vertrocknet ist vielleicht übertrieben, aber es fehlt nicht viel. Hier für 10 Tage jetzt noch bewässern, ich weiß ja nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie ständig jetzt irgendwie zu wenig Fässer haben. Wasserfässer. Hier ist doch aber auch noch eins. Was ist mit dem? Den nimmt irgendwie immer keiner. Das böse trocken geworden hier. Da können wir aber nicht. Müssen wir mit Hand. Oh, der Sommer ist echt fies diesmal. Alles vertrocknet uns hier gerade. Zumindest können wir was verkaufen.
Schon wieder Insekten auf dem Feld. So. Also, Wasser fast gut, Wasser fast gut, Wasser noch nicht so gut. Wasser gut. Wasser wieder gut. Wasser nicht so gut. Also wir bräuchten vielleicht echt nochmal so einen weiteren... Hier ist Wasser auch nicht mehr so gut. Aber passt. Haben noch nicht genug Roggen, produziere 50 Roggenmehl. Ach doch, läuft. Wird gleich produziert. Sehen wir diesen Fortschrittsbalken eben immer, wenn was produziert wird. Und dann dürfen wir das Level geschafft haben. Was? Wer findet nichts? Torben Krause. In welcher Hütte sitzt er denn? Wo wohnt Torben? Hat jemand Torben gesehen? Wie ich sehe, habe ich dir mit meiner Viehzucht angesteckt. Baue 3 mittlere Ställe und züchte 30 neue Kühe. Beende noch diese Schulung und Kurs für Viehzüchter. Es lohnt sich. Ja, einen ganzen Teil davon haben wir ja schon, ne? Schulung, also Kurs für Tierzüchter. Wir müssen jetzt erstmal Tiere verkaufen, damit wir neue züchten können. Das wird uns aber ein bisschen begleiten, ne? 30 Tiere. Weil die, die wir bisher gezüchtet haben, zählen ja nicht. 3 mittlerer Stall haben wir. Ach nee, das ist alles kleiner Stall. Kann ich das selber vergrößern? Nee. Dann würde ich ja die fast abreißen und neue bauen oder was. Ich weiß noch nicht genau. Müssen wir gleich mal gucken. Wichtig, dass jetzt erst nochmal Feuchtigkeitsgehalt. Hier haben wir nämlich ein Feld, was fast vertrocknet. Die Sorghumsamen, die für höhere Produktion bei unseren Hühnern sorgen sollen. So, also vorhandene Ställe sind nicht aufrissbar, zumindest jetzt für mich nicht erkennbar. Wir brauchen jetzt Medium-Ställe. Ja, okay, ist klar, die sind größer. Davon brauchen wir 3 Stück. Ist ja wieder ungünstig hier, ne? Dann soll man ein riesengroßer Milchbetrieb werden. Ja, die kriegen aber dieses Futter hier. Na, wenn, dann müssen wir das hier irgendwo machen. Schön ist, wir können uns direkt 3 davon leisten. Hier noch eine Straße zwischenziehen. Der kann vielleicht weg. Einmal abreißen die Stück. Das heißt aber auch, wir werden ein Problem haben mit der Nahrungsmittelbeschaffung. Wir brauchen noch ein Grasfeld. Obwohl, wir haben eine Menge Häckselgut. Könnte klappen damit. Na gut, liebe Leute. Das machen wir noch. Ich wollte schon sagen, das war's für heute, aber ich habe das mit der letzten Folge verwechselt. Wir sind noch gar nicht so weit. Ich dachte schon, ich bin schon wieder rüber, aber den Schnitt habe ich ja ganz vergessen. So, mehr gibt's hier auch nicht. Na gut. 2 mittlere. Brauchen wir noch gute Tierzüchter hier vor Ort. Das sind auch so große Ställe, da können wahrscheinlich sogar mehr Leute drin arbeiten, oder? Und schon ist unser Mistproblem gelöst. Unser Geld leider ist auch weg, also das Geld für den Mähdrescher haben wir dann nicht mehr. Flügelzucht können wir auch upgraden. Ja, perfekt, passt.
gut versorgt von hier. Hier ist die Silage. Das ist gut. Ich würde dann aber trotzdem noch gerne ein weiteres Grasfeld bauen. Oder wir rüsten eins von unseren Grasfeldern um. Wobei eigentlich die Windmühlen, ne? Aber wir können die nicht alle abreißen. Das macht gar keinen Sinn. Ein weiteres Grasfeld bräuchten wir. Züchte 30 Kühe. Was ist denn das? Das ist eine Hausnummer. Hier. Lupinen sind fertig. Nee, nicht mit dem Mähdrescher. Ich dachte eigentlich, dass wir das mit dem Häcksler machen. So, Lupine. Ernte mal schön. Wie viele Arbeiter brauchen wir hier? Zwei, also sechs bräuchten wir insgesamt. Hier passen aber nur noch vier rein, nur mal zur Info. Hm. Und wir brauchen gute Leute für Tiere. Tiere, 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 Tiere. Die müssen wir natürlich auch gleich auf hier Lehrgänge schicken. Schulung, also wie ein Kurs für Tierzüchter, den haben wir. Züchte 30 Kühe und dreimal mittlerer Stall. Schönes Level. Ich überlege, dass wir einfach unseren kleinen Kuhstellen hier abreißen und dafür ein Grasfeld machen. Oh Mann, gut, wir haben Himbeeren. Sonst hätten wir jetzt finanzielle Schwierigkeiten. Nee, oh, ich hab auf Entlassen gedrückt. Oh nee, das wollte ich nicht. Finn, wen haben wir denn noch für Tiere? Das ist da schon. Haben wir nur noch einen für Tiere, da sind wir natürlich selber schuld, ne? Einen haben wir jetzt leider entlassen, Unkraut auf dem Feld. Wo haben wir Unkraut? Oh nee, hier haben wir Unkraut. Wir sollen jetzt aber auch nicht vergessen, dass wir immer noch mal checken müssen. Aber sieht gut aus. Feuchtigkeitszustand ist alles gut. Perfekt. Und bald gibt's eine Menge Paprika. Also die Gewächshäuser halt langsam, da kann man sagen, okay, komm, können wir uns auch sparen, weil den Winter überleben wir durch Windmühlen. Also hier alles verkaufen. Die müssen auch die Milch wieder schleppen, ne? Also vielleicht hier noch eine, obwohl die Lagerhalle ist nicht so weit weg. So, wir kaufen mal zwei Stück. Werden hier automatisch vervollständigen. Vielleicht kaufen wir vier Stück. Ich weiß nicht genau, wie viel die nachzüchten. Hier auch zwei. Ah ne, Finn haben wir noch nicht fortgebildet. Haben wir das, hä? Aber klar, wir haben die Bienen fortgebildet, aber nicht die Tiere, ne? So. Genau, die beiden ist in Ordnung. 1, 2, 3, 4 kaufen wir auch hier. Dann haben wir wieder einen schnellen Grasschnitt. Ja, und den hier dicht machen, ne? Abreißen, Grasfeld draus machen. Machen wir einfach mal. Dann haben wir nämlich auch gleich eine Arbeitskraft noch über für den letzten. Aber ich wollte hier denn noch ein zweites Arbeiterhaus hinbauen. Das wisst ihr, hatte ich erzählt, dass wir das machen können. Und jetzt brauchen wir das sogar schon. Geht schneller, als man denkt. Und es scheint gerade richtig stürmisch zu sein hier. Kleiner Sommersturm im Juli. So, Feld. Grasfeld. Oder sollen wir das Feld nach außen verlegen? Oder hier zum Beispiel. Wo denn ist unser Wind? Ist denn beschränkt, ne? Dann geht es höchstens noch weiter in der Länge. Ja, das passt schon. Ist ein bisschen größer als das andere. Ist alles gut. Pilze. Hier gibt es Pilze zu ernten. Oh was, wir haben gar nicht mehr genug Mittel. Ist das andere alles abgelaufen gewesen? Aber es regnet wieder.
Und hier oben sind auch Pilze. Doppelpilze haben wir sogar gleich. Und dann müssen wir da jetzt mal verkaufen, weil sonst bestimmt einiges wieder abläuft. Machen wir morgen, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit einem Like. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank. Bis dann und tschüss.